Das Logo von Wellwell Media, gefolgt von einem Schriftzug. Blind durch Hamburg. Die Großstadt mit anderen Augen sehen. Das Bild ist zunächst schwarz. Ein Spielmannszug und weitere Schützen marschieren schräg auf die Kamera zu. Einblendung. Freitag, Empfang beim amtierenden König. Ja, Neu-Wulmsdorf liegt am südwestlichen Rand von Hamburg. Es ist der erste Ort direkt an der hamburgischen Landesgrenze. Wir haben mittlerweile hier in Neu-Wulmsdorf fast die 21.000 Einwohnergrenze erreicht. Eine Kanone wird von einem der Schützen abgefeuert. Diese steht auf einer Wiese. Der Schützenverein Neu-Wulmsdorf wurde am 18.10.1952 gegründet, hat sich seitdem fortentwickelt. Wir haben aktuell einen Mitgliederbestand von 364 Mitgliedern. Das hält sich so seit mehreren Jahren so die Waage. Die Eintritte und Austritte, das egalisiert sich fast immer. Spielmannszug, Blaskapelle und weitere Vereinsmitglieder marschieren an der Kamera vorbei. Also mein Name ist Udo Martens, ich bin 59 Jahre alt, gebürtiger Neu-Wulmsdorfer und bin im Alter von 14 Jahren in den damaligen Spielmannshoch eingetreten, hier in Neu-Wulmsdorf. Der Spielmannshoch gehört von Anfang an zum Schützenverein und einige meiner Mitschüler waren schon mehrere Jahre im Spielmannshoch und die haben mich dann mal mitgenommen und das hat mir gut gefallen und ich bin dabei geblieben. Einer der Schützen, Henrik, winkt den vorbeimarschierenden zu. Wenn man rechnet, bin ich mittlerweile jetzt 45 Jahre im Spielmannshof. Der Filmtitel wird eingeblendet. Ein Stück Kultur, das verschwindet. Das Schützenfest zwischen Tradition und Moderne. In unserer heutigen Gesellschaft scheinen lang gehegte kulturelle Veranstaltungen, wie beispielsweise das Schützenfest im Heimatdorf, immer mehr an Zuspruch und an Bedeutung zu verlieren. Ein Stück Kultur eben, das verschwindet. Doch ist ein solches Schützenfest, auf dem noch manch alte Tradition gehegt und gepflegt wird, im Zeitalter von Schnelllebigkeit, von multikultureller Vielfalt und dem Streben nach Modernität überhaupt noch zeitgemäß genug? Diese Fragen lassen sich natürlich am besten beantworten, wenn man einmal einen Blick hinter die Kulissen eines solchen Schützenfestes wirft. Einem Fest zwischen Tradition und Moderne. An insgesamt 4 Tagen war ich sowohl auf dem Festplatz als auch hinter den Kulissen unterwegs, um genügend Material für diesen, meinen ersten Film zu sammeln. Für mich als blinder Journalist und Videoblogger eine ganz neue Herausforderung. Das Bild ist schwarz. Dann eine Einblendung. Eine Woche vor Festbeginn im Vereinsheim. So, wir haben ja dieses Jahr nun eine besondere Situation, dass der die Schilder für die Königstafel stiftet, selber König ist und sein Schild selbst in Auftrag gibt. Jetzt muss er trotzdem mal gucken, ob alles so richtig geworden ist. Doch, ja, sieht gut aus. Nun darf ich dir den Hammer übergeben, wie du ihn mir gegeben hast. Dann mache ich Platz für die Fotografen. Ja, wir haben also bei uns in der Skisportanlage für jeden Würdenträger oder für jede Art eines Würdenträgers haben wir eine große Holztafel und auf dieser Holztafel sind von Beginn an Plaketten in der Größe von 2 x 7 cm angenagelt, wo der Name und das Jahr des jeweiligen Würdenträgers draufsteht. Die Umherstehenden halten Schnapsgläser in ihren Händen. Dann vielen Dank, Herr Mutter, dass ihr mir so ein schönes Jahr gemacht habt. Oder Prost! Diese Schilder werden traditionell am Sonntag vor dem Schützenfest auf die entsprechende Tafel genagelt. Wir haben da einmal die große Tafel für den Schützenkönig, wir haben eine Tafel für die beste Dame, für den besten Spielmann, für den Jungschützenkönig.
Wir haben eine Tafel für den Vogelkönig. Ja, das war's. Vogelkönig Christopher Hinze bringt sein Schild an. Im Anschluss prosten sich wieder alle zu. Hallo! Hallo! Habt ihr alle? Dann sag ich mal Prost, ne? Christopher, Prost, dann! Prost! Der Schützenkönig in Uniform. Schwarze Hose, weißes Hemd, graues Jackett. So, Bernd, du warst ja dieses Jahr Schützenkönig. Nun endet ja heute deine Amtszeit. Ja, wie fühlst du dich? Gut. Auch wenn das Jahr vorbei ist. Auch wenn das Jahr vorbei ist. Es war ein schönes Jahr und ich möchte es auch nicht missen. Aber es ist jetzt an der Zeit abzudanken und das mache ich auch gerne. Übergebe das an meinen Nachfolger, den wir hier nun heute ausschießen. Und ich bin da fest von überzeugt, es wird einen geben. Und somit lebt der Schützenverein Neu-Wulmsdorf in der Tradition weiter. Einblendung. Freitag, Abdankung des amtierenden Königs. Für uns Beginn des Schützenfestes ist ja für den amtierenden König der Beginn seines Abtretens, seines Abdankens. Und das ist nochmal ein Dank an die Leute, mit denen er das ganze Jahr verbracht hat, indem er sie einlädt, Kaffee und Kuchen. Und natürlich gibt es da auch schon das erste Bier. Schönen guten Tag! Tag auch. Der konnte sich von dem Vorbeimarsch nichts verkneifen, deswegen. Habt ihr einen besonderen Wunsch? Dein Telefon, Jürgen. Jetzt geht das nicht. Ja. Wo ist denn das Tablett geblieben? Prost, König. Prost. In einem Wohnzimmer wird den anwesenden Schützen Schnaps gereicht. Und später kommt dann der Verein und holt den König und seine geladenen Gäste ab. Der König läuft am stehenden Zug vorbei. Die Gesichter sind ihm zugewandt. Tag, Schützenschwestern und Schützenbrüder! Tag, Spielleute und Musik! Tag, König! Moin! Ihr seid ja nur so zahlreich erschienen hier bei mir in Dasdorf. Ich hoffe, ihr seid noch nicht fußkrank, den kleinen Weg haben wir ja noch vor uns. Aber so ein bisschen habe ich hier vorgesorgt. Das soll jetzt ein kleines zu trinken geben. Ich hoffe, Otto kriegt das mit dem Wegtreten hin. Das hoffe ich auch. Spiel der Schützenkompanie. Stillstand. Zum Umtrunk. Wegtreten. Und dann geht es zu einem Ummarsch durch den Ort, hier zum Festplatz, wo dann der eigentliche Kommerz des amtierenden Schützenkönigs mit dem Gesamtverein und allen geladenen Gästen stattfindet. Da sitzen dann so circa 300 Leute im Zelt, es wird gemeinsam gegessen, was getrunken, Musik gehört und anschließend findet dann der große Zapfenstreich statt. Der Spielmannszug marschiert vorbei. Erst in normaler Geschwindigkeit, dann im Zeitraffer. Ja, also ich bin der Björn, ich bin 28 Jahre alt und bin bei uns im Schützenverein im Spielmannszug und spiele dort diverse Percussion-Instrumente von Trommel bis große Trommel, auch Pauke genannt, Becken. Und das schon seit meiner frühen Kindheit, kann man eigentlich schon sagen, ja, bin ich da so tätig. Ich sag mal, seitdem ich mich wirklich zurückerinnere, bin ich da auch schon immer total hinterher gewesen und fand früher als kleines Kindchen schon Schützenfeste immer total cool. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich früher, als wir noch diesen Zapfenstreich am Rathaus hatten, stand ich da immer und habe mich dann total gefreut, wenn du von irgendwo schon den Zug anmarschiert gekommen hast. Da bin ich immer, glaube ich, völlig ausgerastet. Die Schützen marschieren ins Festzelt, während die Ersten bereits aufstehen und klatschen. Also ich hatte auch schon wohl als kleines Kind ziemliches Rhythmusgefühl und ich glaube, es war das Jahr 1995, da gab es so einen historischen Moment. Da habe ich dann einfach mal von irgendwem
eine Trommel in die Hand gekriegt, hab dann da einfach mal so mitgespielt. So das, was ich immer so von denen gehört habe, hab das dann so einfach versucht nachzuklimpern und das fanden alle ziemlich beeindruckend. Und das ist so dieser erste Hallo-Effekt, sag ich mal, den ich noch so im Gedächtnis habe von dem, was so danach gefolgt ist. Die Kamera schwenkt vom Spielmannszug zum Stabführer. Also wenn man den Ursprung eines Zapfenstreiches sieht, ist es ja das Zeichen des Kommandeurs einer Garnison, dass der Wirt an die Soldaten nichts mehr ausschenken darf. Er hat nämlich damals, so wird es überliefert, mit einem Säbel auf den Zapfhahn geschlagen und das war für den Wirt das Zeichen, dass er kein Bier mehr ausschenken darf an die Soldaten. Es war eigentlich Feierabend. Mittlerweile ist es so, dass ja auch bei großen Anlässen, Staatsbesuchen, dass dann zu Ehren dieser Staatsoberhäupter ein sogenannter großer Zapfenstreich gespielt wird. Und das machen wir halt im Kleinen, dass zum Ende eines Königsjahres als Dank und als Ehrerweisung an den Schützenkönig ein Zapfenstreich gespielt wird. Ich hatte es ja bereits bei deiner Proklamation gesagt, dass Vereinspräsident Hartmut Wiegers, nicht im Bild. Die erste ist, die über drei Generationen hinweg den König und unseren Verein gestellt hat. Dein Vater Willi im Jahr 1969, Kai 2006 und nun 2015 hast du es endlich geschafft, König unseres Vereins zu werden. Eine besondere Freude muss es für dich am letzten Sonntag gewesen sein, dein eigenes Königsschild an der Königstafel anzubringen. Bei uns am Schützenfest Sonntag wird ja der neue König ausgeschossen. Da darf dann der amtierende König das Schießen eröffnen auf die Königsscheibe. Er und seine beiden Adjutanten dürfen die ersten Schüsse abgeben. Und das ist eigentlich die letzte Amtshandlung. Aber ja, im Grunde und Ganzen kann man sagen, wenn der Zapfenstreich beendet ist, ist auch fast das Königsjahr zu Ende. Für euer Königsjahr möchte ich mich bei euch und euren Adjutanten mit einem dreifachen Hutschuss bedanken. Alle stehen von ihren Plätzen auf. Auch unser Königspaar, Bernd und Ingrid Bellmann, sowie der Adjutanten, ein dreifaches Hutschuss! Wie nimmt denn so die Bevölkerung solche Aktionen wie Schützenverein und Schützenfest so auf? Ich bin darauf gekommen, weil in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, in der Nähe von Wolfsburg, haben wir dieses Jahr das letzte Schützenfest gefeiert. Also es wird immer schwieriger, Leute zu begeistern. Ich glaube, das ist aber nicht nur eine Aufgabe für die Schützenvereine, sondern für sämtliche Vereine, die wir überhaupt noch haben. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, wird immer weniger und damit hat natürlich auch ein Schützenverein zu kämpfen. Du sagtest eben, hier ist es nicht so, aber auch wir haben schon zurückgeschraubt. Ich glaube, das war 2002, 2003, wo wir das Schützenfest, wir haben ursprünglich 4 Tage gefeiert, aus Kostengründen auf 3 Tage reduziert haben. Also das war einfach nicht mehr finanzierbar. Dann braucht man nämlich für einen Abend mehr eine Musikkapelle. Und das sind enorme Kosten, die da entstehen. Und wenn denn die Besucherzahlen nicht dementsprechend sind, dann rechnet sich das einfach nicht mehr. Und das hat uns damals dazu bewogen, das Schützenfest zu reduzieren. Damals wurden wir noch von den umliegenden Vereinen so ein bisschen belächelt. Heute gibt es kein Schützenfest mehr hier in der Umgebung, was 4 Tage dauert. Sondern die sind alle auf 3 Tage zurückgegangen. Und wir können noch von Glück sagen, dass wir, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, immer noch einen Schützenkönig finden. In anderen Vereinen ist es schon so, dass man Leute überreden muss, nochmal auf die Königsscheibe zu halten, damit man einen Schützenkönig proklamieren kann. Und in Rade ist es leider so, die haben schon mehrere Schützenfeste ohne eine Proklamation eines Schützenkönigs überstehen müssen. Die Leute sitzen auf ihren Plätzen. Weiter hinten spielt der Spielmannszug. Gespielt wird auf mehreren Querflöten, kleinen und großen Trommeln, einem Becken und mehreren Lyren, einer Art Xylophon. Yeah.
wenn man in so einem Verein tätig ist und unterwegs und aktiv ist, hat man es ja nicht immer nur mit Befürwortern zu tun. Man hat ja leider auch mit voreingenommenen Leuten, mit Vorurteilen und Klischees zu kämpfen. Was sind da aus deiner Sicht so die häufigsten Vorurteile, auf die man stößt und gegen die man so ein bisschen gegen ankämpfen muss? Naja, natürlich ist das der Umgang mit Waffen. Obwohl ich da persönlich zu sagen muss, nirgendwo wird die Handhabung einer Waffe so streng gehandhabt wie im Schützenverein. Es wurden im Laufe der letzten Jahre immer schärfere Regeln aufgestellt für den Umgang mit Sportwaffen. Nichtsdestotrotz hat man leider in der Vergangenheit eine oder andere Geschichte in den Medien gehört, wo eine Sportwaffe eingesetzt wurde, so wie sie nicht eingesetzt werden sollte. Nämlich da wurden Menschen mit verletzt, ich glaube sogar mal getötet. Und dann heißt es immer, die Sportschützen. Das ist natürlich ein großes Problem, was wir haben. Obwohl ich dazu sagen muss, ehe ein Sportschütze sich eine eigene Waffe kaufen darf, muss er eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung machen. Er muss einen Lehrgang machen und den Waffenschein, eine Waffenbesitzkarte erwerben. Und dann muss auch der Schützenverein noch bestätigen, dass er regelmäßig am Übungsschießen teilnimmt. Erst dann darf sich ein Sportschütze eine eigene Waffe kaufen. Und die muss auch gesondert weggeschlossen werden zu Hause in einen Tresor, wo auch kein anderer rankommt. Also da gibt es ganz strenge Regeln. Aber nichtsdestotrotz ist das immer in der breiten Diskussion in der Öffentlichkeit eine Geschichte, wo der Schützenverein mit zu kämpfen hat. Die andere Geschichte ist der Genuss von Alkohol. Das ist auch Tradition. Sicherlich wird beim Schützenfest auch ordentlich getrunken. Aber dass der Schützenverein nur aus alkoholisierten, taumelnden Schützen besteht, da möchte ich ganz stark widersprechen. Da lege ich auch besonderen Wert drauf. Wenn wir feiern und was trinken, denn hier oben Zelt, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber was über gar nicht geht, wenn man mit einer Bierflasche in der Hand beim Umzug durch den Ort läuft. Das findet bei uns nicht statt, da achten wir ganz streng drauf. Aber das ist immer so ein Vorurteil, wo wir auch mit kämpfen müssen. Also Waffen, bei euch wird doch sowieso nur gesoffen. Der Spielmannszug spielt und einige Gäste schunkeln zur Musik. Was man hervorheben sollte, also jetzt mal aus meiner Sicht, ist das Spielen am Freitag auf dem Kommers im Zelt. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil es wirklich musikalisch gut war. Das Zelt hat gerockt, sage ich mal. Und das sind eigentlich so Sachen, wo ich und ich denke auch der ganze Zug dann merkt, okay, es hat sich wirklich das, auf das wir für Schützenfest hingearbeitet haben, gelohnt. Natürlich auch das Miteinander, wenn das gut funktioniert, dann ist das eigentlich das gesamte Schützenfest über. Alle sind aufgestanden und schunkeln im Takt. Einblendung. Freitag, Festgelände. Nun ist es ja so, du selber bist blind. Du bist ja total im Verein, nicht nur im Spielmannszug, sondern auch darüber hinaus total integriert. Du konntest dich überall frei bewegen, dir hat jeder weitergeholfen. Es gab irgendwie keine, so wie ich das mitbekommen habe, dummen Kommentare. War das schon immer so, weil mal alle dich durch deinen Vater kannten, weil du hier aufgewachsen bist, oder hat sich das gewandelt über all die Jahre? Ich glaube, es hat sich langsam entwickelt. Also ich sag mal so, also dieser, man kann es glaube ich so, ich könnte es eigentlich so als Rückblick erzählen. Also ich bin dann hier in einen Trommellehrgang gegangen mit einem Ausbilder. Und dann hat der Spielmannszug zum Beispiel das mal so arrangiert, dass ich zum Beispiel 1996 und 1997 auf die Wegtour mitgenommen wurde.
da ich ja noch nicht so laufen konnte und noch keine Trommel tragen konnte und sowas, haben sie mich dann in einen Bollerwagen gesteckt und haben auf dem Bollerwagen eine große Trommel geschnallt und dann hat mich einer gezogen und ich bin dann, hab da schön drin gesessen und hab dann große Trommel gespielt. Einige Zuschauer stehen am Rand des von Fackeln erleuchteten Platzes. Es war jedem bewusst, dass ich blind bin und ich glaube, deswegen würde ich auch sagen, dass ich irgendwie von dem Vereinsumfeld, also von damals bis jetzt, nie irgendwie, nennen wir es Anfeindungen oder hämische Kommentare oder irgendwie ein Unverständnis erhalten habe. Ne? Wie gesagt, das entwickelte sich halt mit der Jugend, man wird älter, man wächst wirklich in den Verein rein. Dann kommt man so mit 8, 9, 10, kommt man dann auch mal so Trommel spielen, man lernt. Ja, und irgendwann ist man dann richtig drin. Die Schützen marschieren auf den Platz, an dessen Längsseite sich eine Bühne befindet. Ich bin Henrik, 20 Jahre alt und im Verein bin ich Jugendsprecher. Das heißt Organisation, ein bisschen der Jugendarbeit im weiteren Sinne. Und ich engagiere mich im Spielmannszug als Ausbilder der neuen Trommler. Im Schützenverein bin ich seit knapp über 20 Jahren, beziehungsweise ja, jetzt ungefähr 20 Jahren, weil mein Vater mich angemeldet hat. Da war ich noch kein ganzes Jahr alt. Ist das üblich, die Kinder anzumelden, wenn sie gerade neu geboren wurden? Üblich nicht, aber es machen viele. Also es wird nicht irgendwie vorausgesetzt oder angepriesen, aber gerade Väter, die sich im Verein viel engagieren, ich nenne jetzt mal explizit Väter, natürlich auch Mütter, die melden ihre Kinder schon früh an, ja. Der Umzug ist auf dem Platz aufmarschiert. Dann erfolgt ein Schnitt und man sieht, wie Feuerwerkskörper am Himmel explodieren. Das Bild ist schwarz. Sag mal, Björn, ja? Können wir was Modernes nochmal spielen? Das ist okay. Also hier, will natürlich spielen, was Modernes. Ja. Frag mal Marcel, der hat die Gewalt heute. Den musst du fragen. Marcel Göde hat heute die Macht über den Spielmannszug. Wenn du was. Das musst du mit dem besprechen. Im Bild erscheint Björn während des Interviews. Was hat es am Samstag mit der sogenannten Wecktour auf sich? Man läuft quasi morgens früh durch den Ort und gibt ordentlich Gas und spielt mal vor jeder Tür und dann kommt der Würdenträger raus, ist total verschlafen und der Spielmannszug freut sich und kriegt vielleicht ein Bier oder einen Schnaps. Auf Adi und einen schönen Vormittag und treffen uns gut! Spiel! Gut! Spiel! Gut! Spiel! Oh, Spiel! Einblendung. Samstag, Wecktour. Samstag ist eigentlich der Tag der übrigen Würdenträger. Da muss der Schützenkönig ein bisschen zurückstecken. Gut! Spiel! Gut! Spiel! Gut! Spiel! Ich fand das Miteinander von den verschiedenen Vereinssparten und generell auch von den gesamten Menschen, mit denen man da zu tun hatte, sehr, sehr, wie soll ich es denn nennen, sehr, sehr innig. Und das ist eigentlich das, was zum Beispiel auch dieses Vereinsleben für mich ausmacht, diese
Kameradschaft miteinander. Man trifft sich und dann sitzt man zusammen oder man marschiert wirklich mit dem Schwimmerzug geschlossen irgendwo durch den Ort und dann sitzt man wieder irgendwo oder man unterhält sich einfach mit, sag ich mal, den Leuten, mit denen man zwar auch sonst so mal was zu tun hat, aber halt wirklich mal über diesen längeren Zeitraum. Das sind ja wirklich, ja, man kann wirklich sagen, 3 Tage, mit die man auf gut Deutsch aufeinander hängt. Aber das macht ja auch den Reiz, finde ich, für mich aus. Ja, sie sind mal, wie seht ihr denn aus? Wollen wir Militärputsch machen? Das Schützenwesen in früheren Zeiten, als es begann, sich zu entwickeln, war ja dazu da, die Bevölkerung im Umgang mit Waffen zu trainieren, um im Verteidigungsfall gewappnet zu sein. Ist dann dazu gekommen, dass man auch einen Anreiz bietet und man ist dann angefangen, den König auszuschießen, ob auf einen Vogel oder auf Papierscheiben oder auf Bildscheiben. Und dieses Schützenfest wurde einmal im Jahr gefeiert, um halt den König zu ehren, um auch einen neuen König zu proklamieren und um das Schützenwesen auch in der Bevölkerung breiter sich zu akzeptieren. Ja, der ein oder andere lehnt das Militärische halt ab und dazu gehört auch das Uniform tragen. Aber damit müssen wir halt leben. Der Zug hält an. Links! Alle drehen sich nach links. Gewehr! Ab. 10 Schützen nehmen das Gewehr von der Schulter. Alle stellen sich etwas bequemer hin. Es ist so eine Mischung raus, ne? Also ich meine, jeder Spieler von Bayern München hat das gleiche Trikot an und muss sich da unterordnen. Der weiß, welches iPhone er benutzen darf und welches nicht. Klar, das ist hier ein Hobbyverein und zum Hobby ziehen wir uns möglichst gleich an, weil wir halt einfach auch dann irgendwie eine Gemeinschaft sind und das stört hier keinen. Das mag man schwierig finden, aber wie gesagt, ich finde auch bei anderen Sportarten hat jeder einen gleichen Trainingsanzug an und um zusammenzugehören, gibt es einfach auch diese grundsätzliche Auszeichnung, das gleiche anzuziehen. Wir gehen ja gleich auf die Dörfer und dann. Wir haben da so in alter Tradition den Löffel und ich würde den Volker wieder in die Hand drücken, wie letztes Jahr. Und dann gucken wir mal, wie wir ein paar Löffel verteilen. Der Würdenträger kriegt dann aus einem sogenannten Löffel auch einen Schnaps. Der wird dann in den Löffel reingefüllt und den muss er dann aus dem Löffel austrinken. Schützenfest ist ein Traditionschef. Ist das richtig? Während der Wecktour. Dass wir uns beim Bestmann morgen zum Frühstück treffen, mittlerweile auch Tradition. Ich habe nun den Löffel von Carsten übernehmen dürfen, im letzten Jahr auch schon. Und zu einem richtigen Frühstück und einer richtigen Bedankung gehört natürlich der Löffelschluck. Schnaps wird in einen kellenartigen Holzlöffel gefüllt. Der Löffel wird dem geweckten Schützen hingehalten. Dieser versucht, ihn zu leeren, ohne etwas zu verschütten. Da geht doch was. In diesem Sinne, der ist noch nicht voll. Rein in die Rinne. Jawohl! Sehr schön! Ihm wird von einem anderen Schützenbruder der Mund abgewischt. Schnitt zu Andreas im Interview. Was fasziniert dich am Schützenverein, an der Mitgliedschaft oder an den Aktivitäten? Ja, ich war früher im jungen Jahr schon Spielmann. Ich war eigentlich immer nur Spielmann, kein Schütze, kein aktiver Schütze. Ja, die Musik halt, ne? Und der Zusammenhalt hier in dem Schwimmbadzug. Ich bin eigentlich ein schlechter Schütze, bin aber letztes Jahr bester Spielmann geworden. Wir schießen einmal im Jahr immer den besten Spielmann aus. Oh, Himmelkönig. Und da wurde ich jetzt der beste Spielmann. Und das Jahr ist gestern vorbeigegangen. Und jetzt ist ja der nächste eben gestern ausgeschossen worden. Oder proklamiert worden. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich gehe jetzt in den Schützenverein?
weiß ich nicht. Irgendwie war das so eine Bauchgefühlentscheidung. Aber war eine gute Entscheidung. Du bist also, wie lange jetzt dabei? Anderthalb. Ja. Ja, so anderthalb Jahre. Aber ja. Bist du in den Schützenverein oder auch wegen des Spielmannszugs angetreten? Auch wegen des Spielmannszuges, also. Was sagen dir so deine Freundinnen und Freunde so dazu oder Klassenkameraden, wenn du sagst, hey, ich bin im Spielmannszug, ich bin im Schützenverein? Ja, also Spielmannszug ist jetzt schon nicht ganz so häufig bei meinen Freunden, aber Schützenverein, da, also so ein paar Freunde sind da auch schon drin, also. Also so ungewöhnlich ist es dann doch nicht. Okay. Also, ja. Würdest du schon sagen, dass Schützenfest oder Schützenverein, dass das vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß ist, weil ja wir ja in der Zeit leben, die ja immer schnelllebiger wird und wo Traditionen und so, das, was unsere Kultur zum Teil ausgezeichnet hat, immer mehr verschwindet? Na, es ist ja an sich auch ein schöner Ausgleich dann dazu. Dazu, dass es halt immer schneller wird und so. Also, ich finde eigentlich nicht, dass sich das widerspricht. Dem nächsten Schützenbruder wird der Löffel zum Trinken hingehalten. Der Name Christopher Holfert wird ebenfalls eingeblendet. Weitere Einblendung: Klaus Meier, König 2012 bis 2013. Also die beiden können's. In vielen Gemeinden in Niedersachsen werden derartige Veranstaltungen ja eingestampft. Was glaubst du, ist das Geheimrezept von eurem Schützenfest? Ich glaube, wir sind sehr dicht dran an den Menschen. Viele kennen sich und es ist dann einfach doch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Kommt man mal hoch und es treffen sich Freunde und Bekannte, langjährige Schulkameraden oder auch mal Zugereiste, die irgendwie sagen, aha, da ist doch was. Also es kommen Leute zusammen. Es ist einfach ein Kommunikationspunkt, der sich hier so irgendwie aufzeigt. Dazu kommt, dass es diese generationenübergreifende Harmonie ist zwischen Großeltern und Enkeln. Also diese drei Generationen sind da und das wird auch anerkannt. Es wird auch anerkannt, dass das hier einfach tadellos läuft und dass man hier super abhotten kann abends beim Tanzen. Es ist erstmal auch so ein bisschen für jede Generation was dabei und nachher eben halt auch offen für die jüngere Generation. Und wir haben ein tolles Kinderschützenfest gehabt und ja, das kommt gut an. Also glaubst du, dass ein Schützenfest in unserer heutigen, vor allem schnelllebigen, multikulturellen Gesellschaft immer noch Bestand hat? Wenn ich nicht daran glauben würde, würde ich hier nicht stehen. Zurück auf der Vektour. Du warst ja in der Saison 2015-2016 Jungschützenkönig. Was bedeutet diese Würde? Also es ist im Prinzip eine Auszeichnung im ersten Sinne. Man erschießt sich das, man hat diese Auszeichnung, trägt ein Jahr lang eine Kette, eine spezielle Jungschützenkönigskette. Und das war es an Verpflichtung erst einmal. Natürlich, man ist auf dem Schützenfest dabei, man ist beim Königsball dabei, das ist man als aktiver Schütze aber sowieso. Und dann natürlich hat man den Verein zu Gast, man kommt die anderen Veranstaltungen mit, man geht mit auf Jungschützenbälle, man geht auf Kommerse, man geht auf verschiedenste Feiern. Man hat den Verein noch bei sich da zum Feiern einen Tag. Aber das sind alles Sachen, die sind freiwillig, ob man das macht oder in welchem Umfang man das stattfinden lässt. Die Schützen beim Marschieren. Die Kamera verfolgt das Geschehen aus der Sicht des Spielmannszuges. Der Zug marschiert in ein Zelt, in dem Bänke und Tische aufgebaut sind. Aus dem Augenwinkel ist für den Bruchteil einer Sekunde ein kleines Buffet zu erkennen. Einblendung: Samstag bei Henrik.
Glaubst du mir nicht? Henrik steckt sich eine Serviette in den Hemdkragen. Das Ding bringt auch nichts. So. Sieht aber schick aus. Sieht schick aus. Warte. Henrik nimmt den Löffelschluck. Und auch ihm wird hinterher der Mund abgewischt. Hallo, wir wollen ein bisschen Genuss haben. Henry, wenn das Ton nach Fisch schmeckt, Achim war eben gerade pingeln. Einblendung. Margitta Börs, Jungschützenkönigin 2014 bis 2015. Auch sie nimmt den Löffelschluck. Da gehe ich jetzt mal lieber nicht hin. Ja. Einblendung. Roxana Mojen muss auch den Löffel leeren. Das auch schön, da kann man schön rein. Gerade. Jetzt. Schneller als Hans-Peter Mayer. Was sind so die drei krassesten Vorurteile oder so Klischees, mit denen man es zu tun hat als Schützenvereinsmitglied? Natürlich ist das Militärische ein großer Vorurteil, weil das ist das, was die Leute sehen, wenn wir durch einen Ort marschieren. Und wir wollen uns ja auch zeigen, dass wir Uniform anhaben, dass wir Marschmusik spielen, die natürlich auch etwas Altmodisches ist, was aus dem Militärischen, ja, aus der militärischen Richtung kommt. Das ist so das größte Vorurteil. Dann denken viele nicht darüber nach, wie vielfältig ein Schützenverein ist. Die denken, das besteht aus Feiern und Schießen, dass wir aber Musik machen, dass wir diverse Schießsportarten anbieten, darunter auch Bogenschießen. Da denken viele im ersten Moment nicht drüber nach. Wir gehen aber, oder wir versuchen, viel mit den Eltern auch in Dialog zu gehen oder uns auch mal zusammenzusetzen hier auf dem Schießstand und mit den Eltern reden. Die können uns Fragen stellen oder können dann auch ihr Kind anmelden oder können wir gucken, wie wir hier üben mit den Kindern, gerade beim Schwimmanzug und beim Schießen, dass wir den Eltern sagen, komm, guckt einfach mal 2-3 Stunden auch zu, stellt uns Fragen und dann sind die meisten Vorurteile auch erstmal behoben. Die Schützen marschieren auf einen Hof. Die Gesellschaft verändert sich und Schützenfest ist ja nur wirklich ein Stück deutsche Kultur. Wie schwer hat man es jetzt unter den Bevölkerungsteilen mit Migrationshintergrund, sag ich mal, Nachwuchs zu finden? Also wir haben keine speziellen Programme zur Integrationsförderung von Migranten. Nichtsdestotrotz ist jeder, egal welcher Nationalität, hier bei uns im Schützenverein herzlich willkommen. Wir haben bei den 364 Mitgliedern einige dabei, Mitglieder mit migrantischem Hintergrund. Schützen stehen und sitzen unter dem Vordach eines Bauernhauses. Als Jugendlicher hört man ja eigentlich ganz andere Musik, sage ich mal, als im Spielmannszug jetzt gespielt wird. Daher würde mich mal interessieren, wie hat denn dein Umfeld so drauf reagiert? Ja, also erstmal vorweg, andere Musik höre ich auch.
Ja, ist schwer zu sagen, weil das ja, weil ich damit ja relativ früh schon aufgewachsen bin, sag ich mal. Es war irgendwie immer Bestandteil meines Lebens, deswegen habe ich das nicht großartig wahrgenommen, wie es war, als es damit richtig anfing. Klar, für Klassenkameraden immer ein komisches Thema. Im Prinzip ein Sport wie jeder andere, aber dann doch irgendwie ein Randsport. Und ich hatte immer ein, zwei Leute in der Klasse mit, die auch im Schützenverein waren. Das heißt, ich hatte da nicht so die Probleme, mich da irgendwie zu äußern oder auch mal was drüber zu erzählen. Die meisten Freunde, die ich heutzutage habe oder jetzt habe, die sind alle im Schützenverein. Die kenne ich durch den Schützenverein oder kennen sie aus der Schulzeit. Deswegen da im Prinzip auch gar keine Probleme oder gar keine komischen Fragen, komische Blicke, gar nicht. Wie schwer ist es für einen Verein, Nachwuchs zu bekommen? Gerade im Schützenverein, in einem Ort, der relativ viele Mitbürger hat, die frisch dazuziehen, die sich mit dieser Tradition nicht so beschäftigen oder auskennen, die vielleicht auch aus der Stadt kommen oder ja, natürlich nicht einfach, ne, weil viele erstmal abgeschreckt sind. Aber wir arbeiten viel an der Öffentlichkeitsarbeit und auch viel mit der Jugend und auch für die Jugend und machen da auch stetig Fortschritte, dass wir unseren Jugendlichen im Verein was bieten können und dass wir auch neue Jugendliche dazukommen. Weil die beste Werbung ist im Prinzip, wenn ein Jugendlicher, ein Kind in die Schule geht und sagt, komm doch auch mal mit, das macht total viel Spaß. Im Schießstand beim Vogelkönigschießen. Die Vogelfigur ist zunächst nur auf dem Bildschirm zu sehen, auf dem die Umherstehenden das Geschehen mitverfolgen. Ja, zu spät. Zu spät. Ja, ja, aber das geht ja. Du hast du alle die Möwe auf. Hab ich die Möwe auf? Ich erkenne ja keine. Doch. Andi, das wäre nur gerecht, wenn du den Flügel abschießt und ich den Rumpf. Oh! 33! Der Vogel ist direkt im Bild zu sehen. Der rechte Flügel wird getroffen. Das Schießen endet nachmittags und die Würdenträger werden so gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr werden proklamiert. Und danach ist dann die Feier im Zelt für die neuen Würdenträger. Das sind dann der Vogelkönig, die beste Dame, der beste Spielmann oder die beste Spielfrau. Und auch der neue Jugendschützenkönig. Einblendung. Jan Dombrowski, Kinderschützenkönig 2015 bis 2016. Ich bin seit 4 Jahren im Schützenverein. Ich habe damals eine Anzeige in der Zeitung gesehen, beziehungsweise mein Vater, dass der Spielmannszug neue Nachwuchsleute sucht. Und da sind wir einfach mal hergefahren und daraus hat sich eine richtig gute Freundschaft mit dem Spielmannszug entwickelt, dass ich jetzt mittlerweile auch schon Ausbilder von dem neuen Trommelausflug bin. Viele in deinem Alter machen ja andere Sachen, was weiß ich, Skateboard fahren, irgendwie Kampf oder anderen Sport. Und was sagen die dazu, zu so einer Beschäftigung? Die finden das eigentlich auch ganz cool. Sieht man natürlich auch so oft, das Herdumzug sieht man uns ja mal. Und da finden die jetzt auch alle ganz cool, dass ich das mache. Und die stehen eigentlich, finden das eigentlich alle ganz cool. Ah, cool. Also nicht so, dass sie sagen, ah, was machst du denn da für ein altbackenes Zeug? Nö, zum Glück nicht. Nee. Ist es denn schwer, Nachwuchs zu finden oder ist die Nachfrage eigentlich groß genug? Wir hatten eine Zeit lang so ein richtiges Tief, dass wir bestimmt ein Jahr gar keinen, also was der Trommelauswuchs angeht, gar keinen mehr hatten. Das ist jetzt zum Glück wieder vorbei. Wir haben jetzt mittlerweile, muss überlegen, 6 neue Nachwuchstrommler, die alle jetzt wieder anfangen wollen. Und das ist zum Glück vorbei, also ist im Moment die Anfrage eigentlich ganz gut. Hast du auch schon Preise gewonnen und Preise geschossen? Ja, ich bin jetzt zum Beispiel gerade jetzt noch Kinderkönig, die Würde wäre ich aber leider heute los. Aber sonst eigentlich noch nicht wirklich viel. Was wäre noch so dein Traum? Irgendwann, wenn ich 18 oder so bin, vielleicht nochmal hier Jungschützenkönig und irgendwann nochmal König, wenn ich dann noch ein bisschen älter bin. Das wäre nochmal ein schöner Traum, ja. Cool, vielen Dank. Wenn du den Leuten erzählt hast, was du machst, du bist Mitglied im Schützenverein, gut, du kannst jetzt nicht schießen, aber du bist Trommler im Spielmannszug. Wie war so bei dir die Reaktion deiner Freunde und Schulkameraden? Also so in Hamburg in der Grundschule, weiß ich noch, da so
von den Schülern kann ich dir gar nicht genau mehr sagen. Ich glaube, es wurde schon nachgefragt, aber das Interesse war, glaube ich, nicht so groß. Es gab mal, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, da sind meine zwei Grundschullehrerinnen, das fand ich total cool, die sind auf einem Tag an einem Schützenfest vorbeigekommen und haben sich mal angeguckt, wie ich zum Beispiel mit dem Spielmannzug da unterwegs bin und spiele. Und das ist wiederum etwas, was ja auch wirklich zeigt, dass Interesse da besteht und dass sie wirklich mal wissen wollen, wie macht er das denn, ne? Die wollten vielleicht auch wissen, wie ist der da integriert und, aber wie gesagt, es ist schon lang, lang, lang her. Und in Marburg? In Marburg, da war es sehr, sehr zweigeteilt, würde ich mal sagen. Also ich bin ja in Marburg auf eine Schule gegangen, die, sag ich mal, Deutschland vertritt quasi, also ne, es ist ganz Deutschland verteilt und ich musste immer sehr schmunzeln, die Bevölkerung aus Nordrhein-Westfalen, so Düsseldorf, Köln, die konnte mit dem, was ich da erzählt habe, sehr, sehr gut was anfangen, weil die natürlich auch auf ihren Karnevalshochburgen Umzüge haben und Sitzungen, wo dann natürlich auch Spielmannzüge oder Marschkapellen auftreten. Die wussten dann schon, was damit anzufangen. Es ist Abend. Die Kamera schwenkt einmal über den Festplatz. Gäste stehen an den verschiedenen Buden. Die Kamerafahrt endet am Zelteingang. Schnitt ins Festzelt. Viele der Gäste tanzen sehr ausgelassen. Das Bild ist schwarz. Einblendung. Sonntag. Letzter offizieller Tag, bevor es dann ans Aufräumen und Abbauen geht, ist ja dann der Sonntag. Der beginnt wiederum vormittags wieder beim Schützenkönig. Mit auch einer Zeremonie, dem Sockenappell. Was hat es damit auf sich? Ja, der Sockenappell, den gibt es auch seit sehr, sehr vielen Jahren. Es haben sich ehemalige Könige immer was einfallen lassen. Die sind verkleidet zu diesem Sockenappell gegangen. Man hat Späße gemacht, man hat Vergehen von Schützenbrüdern, die das Jahr über irgendwas gemacht haben, öffentlich angeprangert. Zielrichtung ist, auch durch falsche Uniformteile, die Jungschützen, die ziehen sich dann falsche Hüte an, binden sich Schürzen um oder sonst was. Zielrichtung ist, Geld zu sammeln für das Kinderschützenfest, was am Sonntagnachmittag hier stattfindet. Schützenkönig und Kommandeur stehen vor versammelter Mannschaft. Guten Morgen, Spielleute, guten Morgen, Musikkapelle, guten Morgen, Schützenschwestern und Schützenbrüder. Guten Morgen, Schützenkönig. So, ich glaube, jetzt sind alle wach. Also jeder, der eines Vergehens oder eines falschen Uniformteiles für schuldig befunden wird, der schmeißt einen gewissen Betrag, je nachdem, was er mag. Ob 15 oder 20 Euro, je nach seinen Verhältnissen, in die Sammelbüchse. Und das wird dann für das Kinderschützenfest am Sonntagnachmittag verwendet. Ich bin immer zu zweit. Von vorne nach hinten durch. Von vorne nach hinten durch. Das ist unklug. Machst du die Kontrolle, ich sammle das ein. Dann mach du mal Kontrolle. Einblendung. Nicoletta Gräußlich. Damenleiterin. Was hat dich dazu bewogen, in den Schützenverein einzutreten? Der Bürgerpokal, der hier ausgeschossen wird. Und ein Freund vom König, das Jahr vorher. Ja. Ja, und da haben wir manche Feste begleitet und da hat man gesehen, wie toll die Kameradschaft ist und wie schön das alles ist. Und jetzt ist es für mich aber auch so, dass es nicht nur Feierei ist, sondern dass ich auch Sportschütze bin. Und was schätzt du? Du hast ja gerade gesagt, du schätzt die Kameradschaft hier im Verein. Gibt es sonst noch irgendetwas, was dir gefällt? Ja, der Verein wird professionell und gut geführt. Das finde ich gut. Da fühlt man sich immer gut aufgehoben. Unsere Anlage finde ich toll. Ja, und man hat hier alle Möglichkeiten. Das ist ein vielseitiges Angebot. Das gibt ja nicht nur, dass man Gewehrsport macht oder Pistole, sondern auch Bogenschießen. Also wir sind breit gefächert und das finde ich richtig gut. Das gibt es sehr selten. Und das ist ein moderner Stand. Bitte die Marschordnung wiederherstellen. Warst du auch schon seit Kindestagen an auch aktives Mitglied? Oder seit wann bist du wirklich aktiv im Verein unterwegs? Also aktiv, sobald man aktiv sein kann. Natürlich als kleines Kind nur die Schützenfeste miterlebt. Wenn man dann mal mitgeschleppt wird, in Anführungsstrichen von den Eltern,
weil selbst kann man ja noch nicht viel machen. Und sobald das denn losging, dass ich selber laufen konnte, ja, das ganze Wochenende über den Schützenplatz gepäst. Und als es dann anfing mit alt genug werden für Schießen und für den Schwimmanzug, habe ich mich dann da auch relativ schnell drin wiedergefunden. Mit wie vielen Jahren ungefähr, weißt du das noch? Mit 12. Also ich habe ziemlich gleichzeitig mit Schießen angefangen, mit 12, weil das dann im Prinzip rechtlich erlaubt ist. Und dann auch schon so angemeldet mit 12,5, 13 Jahren. Also mit 12 fängt der kann man regulär anfangen mit dem Luftgewehrschießen. Es gibt Sondergenehmigungen, dass man mit 10 anfangen kann. Das wollte ich aber nicht. Und es gibt die Möglichkeit, mit dem Lichtfunkgewehr zu schießen. Dann wäre es auch schon vorher möglich. Die Möglichkeit hatten wir nur zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hier bei uns auf dem Stand. Spiel ab, Schatzkammerie! Legestand! Verein steht stramm. Recht euch! Auch gerade! Aus! Alle schauen nach vorne. Vorhandene Gewehre werden geschultert. Alle drehen sich nach rechts. Im Gleichschritt! Marsch! Dann geht es nochmal zum Festplatz, weil dort um 11.30 Uhr das sogenannte Schützenfrühstück stattfindet. Das ist ein gemeinsames Essen mit den Honorationen der Gemeinde, mit dem Bürgermeister, mit anderen Vereinen und Verbänden, mit Personen aus dem öffentlichen Leben. Der Pastor nimmt jedes Jahr daran teil, um einmal nochmal Danke zu sagen und auch verdiente Mitglieder des Vereins zu ehren und dieser Ehrung einen würdigen Rahmen zu geben. Und am traditionellen Schützenfrühstück heiße ich euch alle recht herzlich willkommen. Es liegen nun schon zwei tolle Tage unseres 64. Schützenfestes hinter uns. Und auf den heutigen Tag wollen wir wieder harmonisch, fröhlich und nicht zuletzt mit sportlichem Ehrgeiz feiern. Das ist dann so das Abschiedsessen, dieses sogenannte Schützenfrühstück des scheidenden Schützenkönigs. Danach wird ja dann das Schießen eröffnet. Ja, genau. Wie ich vorhin schon mal sagte, hat dann der amtierende Schützenkönig die Ehre, die ersten Schüsse auf die Königsscheibe abzugeben. Bei uns wird auf Scheibe geschossen, auf eine 20er Ringscheibe, ein Probeschuss. Danach wird dann die Scheibe rangeholt und der Schütze kann sehen, wie dieser Schuss gelegen hat. Und danach geht die Scheibe weg wieder und der Schütze gibt 3 Schüsse ab auf diese Scheibe, ohne jedes Mal zu sehen, wo die Schüsse hingegangen sind. Die Zielscheibe wird automatisch nach hinten gefahren und der noch amtierende Schützenkönig eröffnet das Schießen mit dem ersten Schuss. Dann wird die Scheibe rangeholt und ausgewertet. Die höchstmögliche Ringzahl wären 60 Ringe. Und wenn dann der amtierende Schützenkönig seine Wertungsschüsse abgegeben hat, ist die Scheibe freigegeben für den Rest der Schützenbrüder, die Ambitionen haben, am Abend als neuer König proklamiert zu werden. Die Scheibe wird herangeholt und aus der Halterung genommen. Habt ihr was gehört? Was? Probe 19 und 3x20. Hattest du eigentlich während der Zeit einen besonderen Part als Betreuer der Jugendlichen, als Aktiver in der Jugendarbeit? Ich habe beim Kinderschützenfest geholfen, wie jedes Jahr, einfach weil das die Jugendschützen übernehmen. Das hat jetzt nichts mit meiner Rolle als Jugendsprecher zu tun. Sonst würde ich in einem normalen Jahr so ein bisschen das Schießen auf dem Kinderkönig eventuell noch begleiten oder wie auch immer. Das sind alles Kleinigkeiten, die sind dieses Jahr weggefallen, dadurch, dass ich bis Samstagabend ja praktisch noch im Jugendschützenkönig war.
Genau, wie oft warst du denn in deinen 8 aktiven Jahren schon Jungschützenkönig? Jungschützenkönig kann man erst werden ab 16 und bis 25, daher auch erst einmal, da ich erst 20 bin. Also in der Ausbildung wollte ich mir das noch nicht antun. Genau, und jetzt war ich ausgelernt und habe ich einmal drauf geschossen und es hat gleich geklappt. Ich dürfte theoretisch mit 25 nochmal, weil die Sperrfrist nur 5 Jahre beträgt, aber das wird sich zeigen, ob ich das mache oder nicht. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin 13. 12 und 13. Und ihr seid jetzt ja Kinderkönig bzw. Königin geworden. Wie ist das für euch? Habt ihr damit gerechnet? Also ich habe am Anfang habe ich damit nicht gerechnet, weil ich habe den vorherigen Tag noch nicht richtig trainiert. Und dann habe ich einfach so eigentlich mehr aus Spaß mitgemacht und dann habe ich es doch geschafft. Und du? Naja, also ich habe jetzt nicht richtig mit gerechnet. Also dann halt beim Schießen, ja, 29 Ringe. Da kann man sich ein bisschen so die ersten 10 Plätze halt so ein bisschen ausmalen halt, aber richtig mit gerechnet nicht. Habt ihr außerhalb jetzt hier heute von eurem Erfolg irgendwas mit dem Schützenfest und mit dem Schützenverein zu tun oder eher weniger? Also meine Mutter, die ist im Schützenverein und mein Vater auch. Also ich bin eigentlich jedes Jahr immer da. Und kamst du dich schon mal in Frage, selber mal irgendwie aktiv zu werden oder bisher also nicht wirklich? Nicht so wirklich mehr irgendwas anderes. Und ja. Du, hattest du schon mal vorher irgendwie Berührungen mit dem Schützenverein oder mit Schießen? Mein Vater ist im Schützenverein. Ja, ich schieße aber nicht, also nur so als Spaß. Nur als Spaß. Ein kleiner Junge steht an der Schießbude und schießt. Wie lange spielst du schon im Spielmannszug? Ein Jahr. Nicht ganz ein Jahr. Und wie alt bist du? 9. Und wie bist du dahin gekommen? Wie bist du dazu gekommen, im Spielmannszug zu spielen? Ich und meine Freundin waren zusammen im Kirchenchor. Dann hat die Mutter gefragt, ob ich stattdessen in den Spielmannszug kommen soll. Okay, und da hast du gesagt, ja, das kann man ja mal ausprobieren. Ja. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Das ist schön. Was hat dir denn sonst so am Schützenfest bisher gefallen? Alles. Alles? Hast du auch drin bei den Aktionen mitgemacht? Ja. Hast du was gewonnen? Nein. Schade, oder? Ja. Du verlierst gerade deinen Gutschein. Wie haben euch die 3 Tage gefallen? Du fängst an. Ja, nee, war super. Also kann man gar nicht in Worte fassen. Warum kann man es nicht in Worte fassen? Wenn du es mit anderen jetzt vergleichst, so die letzten Jahre, war es irgendwie besser als vorher oder? Ja, es ist eigentlich immer gut. Also man kann es eigentlich nie in Worte fassen. Also, es ist, wir waren dieses Jahr mindestens erfolgreich, weil ich habe nur positive Rückmeldungen gekriegt und fand das echt toll, mit allen möglichen Überraschungen auch, und es war auch immer gut. Zum Beispiel, was für eine Überraschung? Zum Beispiel Leonie ist meine Lieblingsüberraschung. Weil Leonie hat ja, obwohl sie, wie sie gerade sagte, ist ja noch lange nicht so dabei. Hat es trotzdem geschafft, heute mal in die Mitte zu schießen. Gestern meine ich, aber das war ganz gut. Ich war ganz alleine Freitag da. Ich habe mich mit meinem ganzen Leben verabredet. Kamerafahrt über den belebten Platz. Die Kamera bewegt sich auf eine Gruppe Frauen zu. Kannst du was ja auch schön tragen, von daher sieht Was passiert? Was passiert? Wo müssen wir hin? Also okay, wolltest du mit dem Zug mitgehen? Oder möchtest du direkt zum Proklamationsplatz? Dann will ich zum Proklamationsplatz. Dann würde ich dich einfach mal drehen. Ja. Darf ich dich einfach so führen? Ich weiß ja immer, Björn mag das nicht haben, wenn man ihn so dolle anfasst. Ach. So gezehrt werden mag der junge Mann nicht. Bremst mal so ein bisschen ab. Ja. Der Verein marschiert wieder auf den Platz zur Proklamation.
Was ist dein Eindruck vom Fest? Wie fandest du es? Generell war es mehr als gelungen. Allein was den Schwimmanzug angeht, wo ich ja nun mal Mitglied bin, auch so von den Schützen, vom Resümee her, von das, was ich mitbekommen habe, was an mich rangetragen wurde, jo, war mega. Allein was ich mir selber vorgestellt habe beim Spielen. Allein die Masse heute. Also, ja gut, es ist vielleicht nicht so viel, meistens in einem Zelt, aber allein als mir jemand vorgestern gesagt hat, es waren ganz viele Auswärtige da und die haben getanzt und was weiß ich was. Also das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz großer Plusteil davon. Also, ja. Dass ich sage, ne? Da wird das Schützenfest angenommen und weitergegeben. Ja, gestern, ja, der Jungschützenkommers und alles Mögliche. Ja, und heute, ja, stehen wir immer noch hier. Majestät, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Spielleute, liebe Jungschützen, verehrte Gäste. Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich hier zur heutigen Proklamation unseres neuen Schützenkönigs. Und damit zu dem absoluten Höhepunkt unseres diesjährigen Schützenfestes. Drei tolle Tage Schützenfest gehen heute Abend zu Ende. Wir haben sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Wir waren uns alle sehr wohlgesonnen. Aber das lag wäre an Bernd dem Vielseitigen, hat vielleicht auch einen guten Draht nach oben, Bernd. Wieder einmal waren das drei tolle Tage. Mit herrlicher Stimmung und ein harmonisches Beisammensein. Die große Beteiligung der Vereinsmitglieder und die große Zahl der Besucher bei diesem Fest, ganz besonders beim Zapfenstreich und dem Feuerwerk, zeigen uns, dass wir wieder ein richtiges Schützen- und Volksfest gefeiert haben. Was würdest du dir für das nächste Schützenfest bzw. für euren Verein für die Zukunft wünschen? Für unseren Verein würde ich mir eine solide Mitgliederbasis wünschen für die Zukunft, dass der so erhalten bleibt, wie er jetzt ist, kann ruhig noch ein paar Mitglieder mehr werden. Ich wünsche mir, aber das ist bei jedem Verein so, dass auch in Zukunft genug Mitglieder oder genügend Mitglieder da sind, die Ehrenämter übernehmen. Wir sind gerade in den Funktionen im Vorstand, haben wir alle eine gewisse Altersklasse. Da wären wir auch froh, wenn da bald mal eine jüngere Generation unsere Aufgaben übernehmen könnte. Und fürs nächste Jahr Schützenfest wünsche ich mir ein paar Besucher mehr. Lieber Bernd, bevor ich dir die Zeichen der Königswürde abnehme, möchte ich mich noch einmal im Namen des Vereins ganz herzlich bei dir, deiner Königin Ingrid und deinen Adjutanten für das Königsjahr bedanken. Ja, also zum ersten Mal kann ich mich Henrik und Udo, glaube ich, nur anschließen. Also die Mitgliederzahl sollte wirklich solide bleiben. Also ohne größere Einbrüche, weil ich glaube, wenn das passieren würde, dann würden wir irgendwann wieder vor neuen Überlegungen stehen, wie man was organisiert. Für den Spielmannzug weiter so und vielleicht auch, dass das Engagement genauso bleibt, vielleicht, dass es sich noch ein bisschen erhöht, sage ich mal, wobei ich, wie gesagt, mit der Leistung oder mit dem, was wir Schützenfest organisiert haben und gemacht haben, eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Ja, man muss es, glaube ich, auf sich zukommen lassen. Ja. Ich glaube, sowas kann man sowieso schwierig planen. Ich glaube, wenn was spontan auf einem Fest passiert, was man toll findet, ist das eigentlich sowieso immer noch am besten. Wir möchten uns bei dir, lieber Bernd, liebe Ingrid und den Adjutanten, ganz herzlich bedanken mit einem dreifachen Guten Schuss! Guten Schuss! Guten Schuss! Für den Verein in Zukunft, dass wir unsere Bauarbeiten, die wir jetzt haben, unsere Modernisierungsarbeiten erfolgreich und auch bald abschließen können, dass wir diese Mitgliederfluktuation so ein bisschen eindämmen. Dass wir Mitglieder dazu kriegen, nicht so viele verlieren. Es müssen ja keine Welten sein, aber dass wir uns da nicht zurückbewegen, das wäre das, was ich mir für die Zukunft für den Verein wünsche. Ich stehe hier ganz locker. Ich weiß, ich habe einen super Nachfolger. Wir werden uns oft hier auf dem Schießstand treffen. Zum Arbeiten.
Nicht nur heute Nacht zum Eieressen. Nein, es werden mehrere Tage. Ich kann nur aus Sicht der Spielmanns das sagen, auch von der Musik und von was wir so gemacht haben, war das eine tolle, tolle Sache. Das waren anstrengende Tage, aber toll. Wir haben gute Musik gemacht, waren alle immer dabei und das war nicht toll. Ich persönlich für mich würde mir wünschen, ich hätte mehr Zeit, um auch am Spielsport noch ein bisschen teilzunehmen. Ansonsten glaube ich, dass wir im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr durch unseren Hauptort laufen dürfen müssen, um noch mehr Präsenz zu zeigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das lief dieses Jahr so top. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, nee, das nächstes Jahr kann es genauso laufen. Nun, lieber Sascha, möchte ich dir die Zeichen der Königswürde übergeben. Otto. Wir in der Schanzkavallerie, stillgestanden. Ich neu. Auch gerade aus. Das gewinnt. Über. Dem neuen König wird die Königskette umgehängt, welche aus zahlreichen Plaketten besteht. Einblendung. Sascha, der meisterliche Pol. Schützenkönig 2016 bis 2017. Er ist so groß, dass er in die Knie gehen muss, damit ihm die Kette umgehängt werden kann. Eine Gruppe Schützen sitzt vorm Festzelt. Ja, also man geht nach dem Ende der Feier im Zelt noch, also so machen wir es hier bei uns, geht man hier in den Schießstand und dort haben sich dann ein paar Leute zusammengefunden und braten Eier. Dazu gibt es natürlich dann, wie sollte es anders sein, natürlich auch Bier oder auch noch einen Schnaps und da geht es dann natürlich auch eigentlich nur noch um das Ausklingen. Also da gehen dann nur noch die hin, sage ich mal, die nach dem Lagerfeuer noch immer nicht genug haben. Und ja, es kommt natürlich dann auch vor, ich meine, Christian, du hast das selber miterlebt, wenn du noch genug Spielleute beisammen hast und die haben immer noch nicht genug, dann marschieren die auch nochmal vom Zelt wieder in den Schießstand zurück und spielen da auch nochmal weiter. Es ist quasi die Aftershow-Party der Party. So kann man das nennen. Die Schützen sitzen an Tischen, während der Spielmannszug spielt. Nachdem auch der letzte Gast das Festzelt verlassen hat, ließen die Schützenbrüder und Schützenschwestern beim traditionellen Eieressen diese drei ereignisreichen Tage gemütlich ausklingen, bevor auch sie am nächsten Tag der Alltag wieder einholen würde. Texteinblendung. Vielen Dank an den Schützenverein Neu-Wulmsdorf für die tatkräftige Unterstützung. Besonderen Dank geht an Familie Peters, Familie Bellmann, Hartmut Wiegers, Udo Martens, Henrik Martens, Annalena Börs sowie meine Interviewpartner Christopher Holfert, Leonie Seguin, Nicoletta Gräußlich, Andreas Wölk, Klaus Meyer, Florian Flügge, Henrike Oelkers, Jan Dubrowski. Außerdem ein Dankeschön an Christoph Meyer von Wellwell Media für die technische Unterstützung. GEMA-freie Musik von frametracks.de. Bildbeschreibung: Leonie Seguin, Björn Peters und Christian Ohrens. Sprecherin Silke Wagner. Zum Abschluss erscheinen noch einmal verschiedene Bilder in schneller Reihenfolge vom Spielmannszug und vom Abbau der Buden und des Zeltes.